War einer der guten Tage. Okay. Ja, dann gehen wir nochmal rein. Gehen wir nochmal rein. Ich weiß nicht, was aufleveln heißt. Ja, Konzeptpunkte kann ich nicht ausgeben. Also jetzt kannst du arbeiten hier. Oh mein Gott, wenn ich das schon sehe hier. Ah, stellen wir das halt mal hier so hin. So, was ist das hier? Auspacken! Oh. Auspacken! Oh. Das stellen wir jetzt einfach mal daher. Das machen wir nachher. Das machen wir nachher. Stelle ich jetzt einfach mal so hin, dann geht es am schnellsten. Weil ich möchte hier eine dritte Kasse aufmachen. So, jetzt stellen wir die Kasse hier ein bisschen rüber. Da können die Kunden hier besser her. Ah, der Laden wird größer. Es wird mein größter Schuhladen, weil ich habe, glaube ich, nur einen Schuhladen. Nicht genügend Platz? Wie nicht genügend Platz? Ach so, ja, okay, ja, ist gut, ist gut, ist gut. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob ich hier überhaupt. Ja, zwei müssten wir haben. Ach so, dann mache ich hier gleich eine dritte Kasse auch für mich. Dann mache ich hier 3, 2, 1, gleich mal eine Kasse auf. Für mich. Kann ich natürlich jetzt wieder nicht hinstellen, weil da wieder was im Weg steht. Das ist immer nervig, dieses Umbauen. Und keiner hilft natürlich, die stehen alle nur rum. Okay. Warum geht denn da nichts los? Warum ist es hier so ruhig? So beängstigend. So, jetzt kann ich die Kasse hier umstellen. Ich glaube, um 3 geht's los. Bewegen wir die mal ein bisschen hier so her. Na, könnte man eigentlich noch ein bisschen hinterstellen. So, naja, das schaut ja schon ganz gut aus. Oh. Ah, Hey, have a minute. die ersten Kunden, das höre ich gern. Dann weiß ich, dass alles okay ist. Oh. Naja, das Blau gefällt mir nicht. Das ist so Thank dunkel, das you. wollen wir mal gleich ändern. Das werden wir mal gleich ändern. So. Naja. Oh, Eileen, danke, dass du mir hilfst. Eileen macht schon ein bisschen was. Ja, das muss weg, bevor die Kunden da über die Pakete fallen. Da einer sich verletzt, Unfallversicherung. Oh mein Gott, Berufsgenossenschaft. Dann gibt es hier wieder Ärger. Das wollen wir doch nicht. So, da haben wir hier noch ein. Egal, das kommt mal dahinter. Schönen Tag noch. Besuchen Sie uns bald wieder. Gleich mal ein bisschen aufstocken hier. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie viel Paletten hier an Ware wieder mitgenommen hat, weil er gesagt hat, es hat nicht gelangt. Das kann doch gar nicht sein. So viel haben wir doch gar nicht bestellt. Oder haben wir so viel bestellt? Gucken hier. Oh, das glaube ich, dass das nicht gelangt hat. Okay. Kann ich dahinter? Ja. Okay. Dann machen wir jetzt erstmal den Boden. Dann machen wir erstmal den Boden hier. Dann machen wir die Wand. Okay. So, dann tun wir das hier mal ein bisschen drehen. Also das Regal passt. Jawohl. Ja, das ist halt bei Schuhen ganz was anderes wie bei PCs. Da musst du vom ganzen Handling her. Du brauchst viel, viel mehr Kunden. Du brauchst viel mehr. Was machen wir jetzt hier? Mache ich da noch 50.000 was her? Nee, das gefällt mir nicht. Mache ich halt hier noch. Was passt da rein? 120 Einheiten. Ja, stellen wir halt hier noch ein paar so Kästen her. Das ist mir aber hier fast schon ein bisschen zu voll dann. Stellen wir halt hier nochmal zwei her. Schaut's denn da drin aus? Machen wir schon wieder Pause. Auch nur eine Kaffeemaschine Hey, da. got a second. Ist ein bisschen wenig für so viele Mitarbeiter. Eine zweite Kaffeemaschine her. Passt. Oder soll man die mehr daneben stellen? Schauen
Schaut kuscheliger aus. Thank you. Passt. So. Hey, can you help me? Trink mal schnell nur an. Hi. Ah, guter Kaffee. Das Kilo für 20 Euro. Ja, da geht was. Der Chef lässt beim Kaffee nicht. Da lässt er sie nicht lumpen. So, jetzt gucken wir mal. Also. Das Grün gefällt mir überhaupt nicht. Großer Umbau. Großer Umbau. Großer Umbau. 4.000 haben wir erst umgesetzt. Das ist ja nicht dein Ernst. Ist ja nichts. Oh mein Gott. 8 Artikel hat er zerstört. Oh meine Fresse. Das, was denkst du denn, was das kostet? So, jetzt gucken wir uns mal den Boden an. Den Boden. Irgendwas Schönes. Also hier könnten sie auch mal ein bisschen mehr machen. Nicht immer dieses... Dieses... Immer nur die gleichen Farben. Ich meine, das würde jetzt nicht so schwer sein, hier ein paar neue Farben reinzumachen. Weil das Blau, das gefällt mir überhaupt nicht. Das ist so dunkel. Und ich habe schon mal in einem der Videos erzählt. Ich habe es ein bisschen mit den Augen... Das heißt, ich mag es lieber sehr hell als dunkel. Ja, das kann man lassen. Sollen wir mal gucken, wie wir das hier mit der Wand machen. Wie wir das mit der Wand machen. Ich glaube, da brauchen wir keine Bestellung mehr machen. Ich glaube, wir brauchen mal ein paar Restocker. Aber wir, ach so, wir haben ja Restocker. Na, jetzt ist der Laden größer, ihr seht. Deswegen stelle ich auch die Mitarbeiter ein. Weil jetzt wird auf einmal wird unglaublich erhöht. Also die Warenverkaufsfläche erhöht. Und dann brauche ich auch die Mitarbeiter dazu. So, jetzt machen wir mal hier irgendwas gelb. Ja, vielleicht mal orange. Schaut das gut aus? Blau. Na, grün haben wir schon lange nicht mehr gehabt. So ein helles Grün. Das ist für den Augen recht gut. Hey, have a minute? Ja, weiß nicht. Dann ist es nicht ganz so. Hey, a little. Entschuldigung. Ich hab dich gar nicht gesehen. Ah, naja. Kann man später immer nochmal ändern, falls das nicht so gut ausschaut. A little help. Okay, das ist jetzt heller. Das ist fast das helle Grün noch schöner wie das dunkle Grün, oder? Was meint ihr jetzt? Wände. Ja, jetzt haben wir alles in dunkel gemacht. Das ist die gleiche Farbe, das schaut hier bloß dunkler aus. Das Licht vom Licht wahrscheinlich. Hängt vom Licht ab. So, was machen wir denn jetzt hier? Müssten wir ja eigentlich die ganzen... Regale ein bisschen hier anordnen neu. Hey. Hey, have a minute. Ah, immer viel Arbeit, wenn wenn Umbauten sind. Das kann man nur machen, wenn man letztendlich die Mitarbeiter da hat. Weil wenn man dauernd an die Kasse rennen muss, dann ist das nichts. Und wenn ihr mal guckt, was da an Geld investiert wird, könnt ihr euch das vorstellen. Das wird dauern, bis das wieder reinkommt. Na, was haben wir denn? Ich hab ein Problem hier. Passt das? Hey, can you help me? Yes, ma'am. We can help you. Thanks. Aha! Ah, jetzt hat es mal geklappt mit dem Kassenwechsel. So. Schuhe. Jetzt haben wir die Fläche mehr oder weniger wahrscheinlich verdoppelt. Und jetzt können wir die Mitarbeiter dann auch ganz anders einsetzen. Ja, das sitzt hier falsch. Das sitzt hier ein bisschen falsch. Das müssen wir schön manieren. Ach du meine Güte, ah, was haben wir denn umgesetzt? 20.000 nur! Das ist ja mies!
Das ist ja richtig, richtig mies. So. Na, da mache ich mal nichts hin. Das ist ein bisschen leerer hier. So, jetzt werde ich mal gucken, ob die Ware schon ausgeräumt ist, ausgepackt. Keiner macht hier was. Alles muss der Chef machen hier. Das gibt's doch nicht. Schauen wir mal, ob das hier alles reinpasst. Aber nachdem hier ja keiner was macht, fangen wir jetzt mal an hier. Normalerweise müsste ich jetzt hier dann noch die Regale an den Wänden ein bisschen schön anordnen, aber das machen wir gleich. Hey, can you help me? Hi. Hi. 2 seconds. Ja, natürlich. Haben wir Zeit für dich. Wir haben ja ausgebildete Verkäufer für dich. Was macht die Kasse? 2. Also das mit der Kasse funktioniert. Da bin ich sehr, sehr dankbar. So, dann müssen wir mal gucken, wie viel wir am Ende des Tages noch im Lager haben. Und wie viel wir verkauft haben. Und dann gucken wir mal, ob wir mal einen Tag nichts kaufen. Dass wir erstmal alles verkaufen. Weil wenn, es ist immer so, wenn man erweitert hat, dann muss man immer erstmal ein bisschen gucken, wie viel Ware kann ich denn jetzt sozusagen von Lager in den Verkaufsraum rüberbringen, sodass mein Verkaufsraum auch mein Lager ist. Hey, got a second. Jetzt nehmen sie alle Pause. Jetzt kriege ich gleich Angst. Excuse me. Da kann er an der Kasse sein. Hey, hallo Chef, ich bin auf dem Weg. Lilly kommt. Okay. Das freut mich. Lilly. Ah, eine ist an der Kasse. Thanks. Ja, hat gut geklappt. Das hat gut geklappt. Es muss immer einer an der Kasse sein, sonst fangen die Pfeifen an. So, gucken wir mal hier. Das werde ich dann in einem der nächsten Videos hier machen, dass ich diese Regale noch schön anordne. Jetzt muss mal alles befüllen. Ja, läuft. Die Kasse klingelt. Das tut gut. Schauen wir hier mal schnell rein. Oh, jetzt geht die von der Kasse weg. Und was passiert jetzt? Läuft dieser Übergang? Nein. Jetzt hat es nicht geklappt. Ah, bis die aus der Kasse kommen, aus der Pause kommen. Aha. So läuft es. Das heißt, wenn ich jetzt nicht hin wäre, hätte es trotzdem geklappt wahrscheinlich. Hey, got a second? Excuse me. Thanks. Hey, got a second? So, ich wollte auch hier noch ein bisschen auffüllen. Ihr seht, sehr anstrengend. Thanks. Alles sehr, sehr anstrengend. Ja, King of Retail. Ist aktuell auf Steam für 15 Euro. Ab und zu mal mit 20% Rabatt. Wer es ausprobieren will, kann das kaufen ohne Risiko. Hey, have a minute. Wenn ihr unter 2 Stunden spielt. Thanks. Und innerhalb von 14 Tagen nach dem Kauf diese unter 2 Stunden spielt und euch dann entscheidet, hey, ihr möchtet das Spiel nicht haben, dann könnt ihr es einfach wieder zurückgeben. Aber das Ganze geht eben immer nur innerhalb von 14 Tagen nach Kauf, also innerhalb von 14 Tagen, wenn ihr das Spiel gekauft habt, dann einfach mal ausprobieren, aber nicht länger wie 2 Stunden spielen. Thanks. Und wenn ihr euch dann entscheidet, das Spiel wieder zurückzugeben, dann könnt ihr das tun. Hey, aber ihr seht ja, a little help. Wie ich das hier spiele. Hey, a little help. Da geht was. Jetzt könnt ihr mal sehen, wie viel Ware wir auf Lager hatten. Ich weiß nicht, wieso ich so viel gekauft habe. Das ist ja unglaublich. Thank you. Was ich da... Hey, can you help me? Aber natürlich, gnädige Frau. Wir haben hier ausgebildete und super motivierte Verkäufer. Hey, can you help me? Aber natürlich. Ja, normalerweise würde ich jetzt ein bisschen gucken und schauen, ob das alles klappt mit den Verkäufern. Aber heute ist immer Sondersituation. Heute haben wir kräftig erweitert. Ihr wart live dabei.
Thank you. Ihr wart live dabei. Ihr habt das gesehen. Wie wir das jetzt hier erweitert haben. Ich glaube, ich habe viel zu... Aha, jetzt werden die Schuhe... Aber wir haben ja noch Schuhe ohne Ende, ne? Hey, a little help. Excuse me. Ich werde wahrscheinlich mal heute nichts bestellen. Einfach, weil das viel zu viel ist. Was haben wir denn umgesetzt? 549.000, also keine 50.000. Hey, have a minute. Das ist eigentlich schlecht. Hey, have a minute. Das ist eigentlich schlecht. Was haben wir denn hier für eine Struktur? Mal gucken hier. Was ist denn das hier? Berühmtheiten. Okay, Berühmtheiten, Buchhalter und Hipster. Hey, have a minute. Okay. Ja, der steht hier ein bisschen komisch im Weg rum. Da muss ich mir auch mal überlegen, ob wir den nicht raus tun. Wenn wir den damals hier hergestellt haben, ist da hinten noch Platz? Ja, komm, dann schieben wir das mal rüber. Da hinten haben wir ja auch noch Platz ohne Ende. Da hinten haben wir ja auch noch Platz. Was sollen wir denn hier jetzt herschieben? Kommt halt, ja, geht schon. So. Also ihr seht, viel Aufwand, wenig Umsatz. Aber es soll keiner sagen, Nils kann nur PCs verkaufen. Und deswegen habe ich hier auch die Schuhe. Ich frage mich allerdings hier wirklich, wieso wir hier so viele Schuhe auf Lager haben. Hey, have a minute. Vielleicht war ja der Umbau geplant gewesen. Und ich habe es bloß wieder vergessen. Wir werden wahrscheinlich doch noch ein zweites großes Regal brauchen, wenn das so weitergeht. Oh, Kasse. Hey, got a second? Got a second? Thanks. Alter Schwede, da brauche ich mindestens einen Restocker. So, wie viele Schuhe haben wir denn jetzt auf Lager hier? Fast 200. Wie viel haben wir verkauft heute? Excuse me. 200. 20. Naja, ein paar müssen wir schon nachkaufen. Ein paar müssen wir schon nachkaufen. Es ist 20 Uhr. Was ist los hier? Warum geht die Kasse nicht? Was ist hier los? Jetzt wird mal Angst und Bange, wenn die Kasse nicht geht. So, meine Damen und Herren, King of Retail. Ich spiele hier den Konzernmodus. Mein Name ist Nils. Hey. Das ist einer meiner 8 Läden hier. Aktuell habe ich... Ja, ich hatte mal 2 Millionen. Aber das seht ihr mal. Es kann ja nicht sein, dass ich 1,4 Millionen... Ja, 1,4 Millionen habe ich jetzt ausgegeben. 1,4 Millionen. Allein die Erweiterung hat einiges gekostet. 1,4 Millionen. Ein Laden erweitern. Das seht ihr da mal. Da muss ich jetzt wieder ein paar Tage spielen. Bis ich wieder auf 2 Millionen komme. Schauen wir mal, wie lange das braucht, bis ich hier meine 2 Millionen wieder in der Konzernkasse habe. Dann kann ich auch wieder sagen, auf zur nächsten Erweiterung, beziehungsweise, ja, Erweiterung oder machen wir nochmal einen neuen Shop auf. Machen wir wieder einen neuen Shop auf. So, Torben. Hey. Nur eine Kasse offen, okay. Jetzt kann man das ja... Naja, was? Hey. So, noch wenige Minuten, dann schließt der Laden. Dann machen wir hier noch so viel wie möglich Restocking. Hey. Und dann haben wir... Oder komm, laufen wir nochmal durch. Schauen wir uns unseren Laden nochmal an. Na ja. Ist ja ganz gut geworden. Thanks. Sind noch viele Kunden da, hinten? Es sind noch einige Kunden im Laden. Ah, wiedersehen. Ah. Hinten die letzten Kunden gehen. Ah. Schicken wir die nochmal auf eine Kaffeepause. Können die nochmal einen Kaffee ziehen. Ja, das war der große, große Umbau. Haben wir nochmal schön umgebaut.
Muss auch mal sein. Ich will ja eigentlich nicht immer so ganz große Shops. Ich will auch kleine, schnuckelige Shops. Also ihr seht, die Löhne, das geht. Braucht man einfach. Löhne sind hier wichtig, also die Mitarbeiter sind wichtig. So, jetzt gehen wir mal hier, ja, gehen wir mal in die Nachrichten, gehen wir mal in die Nachrichten. Ja, gehen wir mal in die Nachrichten. Was haben wir jetzt gehabt? Wir haben hier gehabt nur Schuhe. Berühmtheiten. Kann sich hier mal laufen. Echt günstig mit 6.000. Also ihr seht, es hat mich jetzt einen bestimmten satten Verlust gemacht. Wir haben sogar... Komisch, also wir hatten keine 2 Millionen im Konto. Das verstehe ich gar nicht. Inventar. Ah, das war gestern. Gebäude hier 280.000. Ja, aber wir hatten keine 2 Millionen in der Konzernkasse. Ah. So, speichern wir das Ganze. Da habe ich mich getäuscht. Aber wir hatten 2 Millionen in der Konzernkasse. So, jetzt gucken wir mal. Schauen wir uns erstmal die Mitarbeiter an. Wir vergeben die Sternchen hier. Oh. Katja, wie geht's dir? Katja ist jetzt auch in der Kasse sehr, sehr gut geworden. Ja, ich habe mir meine Mitarbeiter schon hier entsprechend wunderbar ausgebildet. Stella, nur mit guten Mitarbeitern kannst du Geschäfte machen. Das ist einfach so. Die musst du gut bezahlen, du musst sie ehren, deine Mitarbeiter. Du darfst sie nicht verarschen oder schlecht behandeln, weil das geht immer, immer, immer auf den Konzernchef zurück. So, jetzt gucken wir mal. Ich mach ganz gut. Ja, King of Retail. Konzernmodus. Wir wachsen ja nicht mehr. Wenn jemand weiß, warum, schreibt es mir rein. 150 Punkte und ich kann sie nicht ausgeben. Also haben wir doch. Ah, ich habe das verwechselt. Klar haben wir noch 1.905.000. Ja, aber warum haben wir 40.000 weniger? Warum haben wir 40.000 weniger? Ich weiß es nicht. Ja, das war King of Retail. Ich bedanke mich.